Servus Leute und willkommen zu einem weiteren Battlefield 6 Informationsvideo. Und zwar, wie ihr alle vielleicht schon erfahren habt, war am 2. Februar um 23 Uhr unserer Zeit der EA Conference Call, Information Call für die Aktionäre, Investoren, etc. für den ganzen Finanzmarktsektor, wo EA eben über diverse Spiele und deren Pläne und Stati die ganze Welt berichten. Und ich hätte euch gerne einen kurzen Drop rausgehauen, aber das geht leider erst ab 1000 Abonnenten. Also abonniert schön rein, gebt dem Video ein Like, würde mich wirklich freuen und meinen Channel natürlich auch unterstützen. Also, bisschen Verzögerung, trotzdem gehen wir jetzt durch die Punkte, was denn jetzt wirklich offiziell auch bekannt ist und bestätigt seitens EA. Sind ein paar interessante Dinge dabei. Let's go! Ich habe euch jetzt die entsprechenden Bereiche aus den Electronic Arts Prepared Remarks eingeblendet. Das findet ihr auch ganz normal auf der offiziellen EA-Seite. Und wir gehen jetzt mal durch die interessanten Punkte für uns. Und zwar, we are looking forward to sharing a lot more about our plans in the month ahead, including our next Battlefield experience, which will mark a return to all-out military warfare. Das ist schon mal der erste interessante Aspekt, und zwar sie sprechen über Return to All-Out Military Warfare. Nicht zu vergessen, ihr habt nach wie vor noch nicht gelesen, Modern Warfare. Also, es wird nur über eine allumfassende Military Operation eben gesprochen. Ich bleibe dabei, die Wahrscheinlichkeit, dass es ein moderneres Setting geben wird, die ist auf jeden Fall da, aber es ist nicht gesagt, dass es ein Cold War Setting oder ähnliches sein wird. Also, nicht verwirren lassen, wie immer, wird eben nur bestätigt, dass es ja also in sämtliche Bereiche wieder Taktiken geben soll. Und das spricht natürlich dafür, dass insbesondere der Luftseeweg vielleicht auch nochmal erweitert wird, also mehr Boot-Action neben Flugzeugen, dass es vielleicht auch wieder Helikopter gibt. Darüber habe ich ja in meinem letzten Video 5 Dinge, die Battlefield 6 braucht, verlinke ich euch an der Stelle auch gerne, schon mal geredet. Also, sind wir gespannt. Hype ist auf jeden Fall diesmal berechtigterweise auch da. Und wir werden sehen. Kommen wir zum nächsten wichtigen Aspekt, der heißt, the game takes full advantage of the power of the next generation platforms to bring invisible battles to life with more players than ever before. Und damit haben wir nicht die maximale Spielzahl, aber wir haben definitiv eine Bestätigung dafür, dass es mehr als 64 Spieler in gewissen Modis geben wird. Ob das jetzt 128 Spieler werden, wie man ja lange vermutet, das würde ich jetzt so noch nicht bestätigt sehen, aber es wird auf jeden Fall mehr geben und auch die Maps werden definitiv größer werden, wie es derzeit ausschaut. Und zwar, featuring maps with unprecedented scale, the next edition of Battlefield takes all the destructions, player agency, vehicle and weapon combat and the franchise is known for and elevates it to another level. Das bedeutet einfach, also ein nie dagewesene Größe, es soll alles wieder perfekt kombiniert werden, ob Fahrzeuge, Waffen, Combat-Modus und all das, wofür das Franchise steht. Jetzt ist die Frage, was soll das jetzt bedeuten? Wurde zu Battlefield 5 aus Sicht von EA nicht geschafft? Und was ist mit Battlefield 1? Auf welches Battlefield beziehen sie sich? Mit Sicherheit eine extrem spannende Diskussion an der Stelle. Könnt ihr mir auch gerne mal in die Kommentare packen, wie ihr das Ganze denn so, interpretiert. Als nächstes haben wir definitiv einen sehr, sehr guten Satz für alle von uns, und zwar, the team is focused and the game is ahead of our internal milestones. Und ich glaube, das ist ja wohl wirklich eine Premiere bei EA. Das heißt, die Mitarbeiter sind ihren eigenen internen gesetzten Meilenstein voraus. Also sie sind schon vor der Entwicklung. Das finde ich absolut nice und spannend, weil das würde bedeuten, dass der gesetzte Termin, auch im folgenden Satz nochmal genannt, zur Holiday Season damit sehr wahrscheinlich auch gehalten werden kann. Und das ist doch das, was wir auch alle sehen wollen. Das Ganze wird auch in einem weiteren Absatz aus dem Bericht nochmal hervorgehoben, und zwar, we've been working hard on new titles and new platforms. We expect this to deliver significant organic growth to physical 2022. Und ja, da wird nochmal darauf hingewiesen, the team is doing an incredible job and they were ahead of their
Internal Product Cycle and viel schneller als zuvor und keine Ahnung was, was am Ende dann da stehen bleibt. Da sind wir auf jeden Fall sehr gespannt. In Summe kann man auf jeden Fall vielleicht so als kleines Fazit festhalten. Sie konzentrieren sich auf Next Gen. Das heißt, es wird definitiv auf Next Gen ausgelegt werden, um eben alles auszuschöpfen, was das Grafikportfolio etc. hergibt. Das finde ich mega nice. Es wird sich auf alte Stärken besonnen. Es werden explizit dazu Fahrzeuge genannt. Das heißt für mich, ich hoffe, wir werden wieder Boote sehen, wir werden Helikopter sehen. Es wird sich nochmal speziell auf die Waffen bezogen. Da erhoffe ich mir, wir haben mehr Variationsmöglichkeiten in den Waffen, mehr Modding, mehr Aufsätze, mehr zum Ausprobieren, mehr zum rein testen und ja, wie funktioniert was, da wäre ich absolut hype drauf und hätte richtig Bock drauf. Und das war's. Ich meine, es sind jetzt keine incredible News, wo man jetzt sagt, okay, jetzt haben wir aber hier den Reveal schon gerissen, aber es ist zumindest etwas und vor allem auch offiziell. Das finde ich richtig nice. Und wenn wir uns jetzt mal auch in meinem ersten Battlefield 6 Video dazu sind wir mal kurz auf die Timeline eingegangen und da bin ich mir ziemlich sicher, dass die nicht nur zum Spiel gehalten wird, sondern eben jetzt auch zu den nächsten Vorstellungen. Also ich rechne da wirklich schwer damit, dass wir auch im Frühjahr den Reveal vielleicht schon bekommen und weitere neue Details. Ich halte euch da auf jeden Fall informiert. Nicht zu Leaks, aber zu offiziellen Themen. Wenn ihr da nichts verpassen wollt, abonniert gerne den Kanal, würde mich mega freuen. Und wir sehen uns auf jeden Fall, wie immer, zum nächsten Video oder zum nächsten Livestream. Also haltet die Ohren steif. Ich bin raus für heute, euer E-Team.